So, hallo Freunde. Jetzt sind wir vom Weihnachtsmarkt runter vom Tannenbaum und sind jetzt auf den eigentlichen Weihnachtsmarkt gegangen. Das Bild im Hintergrund kennt ihr ja schon. Ich war ja Anfang des Monats schon mal hier zur Ausstellung der verlorenen Schätze von Syrien. Hassan, guck mich so ernst. The same person. Warum Hassan, the same person. Yes, und das ist jetzt hier der Weihnachtsmarkt, wie bei uns auch. Man kauft hier ganz normal seinen Klimbim ein. Deko. Und ich würde mal sagen, wir gehen das mal einfach mal durch. Stimmt. Sind nämlich all die ganzen Sachen, die wir hier bei uns oder die man in Deutschland auch hat. We go here and then we go the other. Und wie ihr sehen könnt, Süßigkeiten, Dekoartikel. Tolle Weihnachtssachen, voller Weihnachtsschmuck, Kirsche und so weiter, ihr seht's. Und natürlich alles dabei, unser Präsident. Und wenn ich jetzt mal einmal durchgucke durch die Halle, letztes Mal war noch die Ausstellung mit den Bildern. Und jetzt seht ihr vor, die ganze Halle ist voll mit Ausstellungen. Also, wie gesagt, Lego-Artikel, Handarbeiten, Kerzen, alles, was man eben halt zu Weihnachten so braucht. Es riecht hier auch ganz toll. Also ganz viel Weihrauch oder Räucherkerzen. I have to take video here. Und ja, auch eine total tolle Ecke mit viel Deko. Also wenn ich jetzt nicht schon Deko gekauft hätte, dann würde ich hier jetzt auch nochmal zuschlagen. Also ich habe ja schon so viel. Ich meine, ihr habt jetzt vielleicht meine Wohnung gesehen, jetzt hier in Tattoos. Da habe ich auch einen großen Tannenbaum stehen. Und ja, also ich werde jetzt hier erstmal nichts mehr kaufen. Obwohl es sehr, sehr verlockend ist. Also ziemlich viele Dekoartikel. Natürlich auch Gedöns, Kram. Wo ist ein Hassan jetzt hin? Also ihr seht, man feiert hier in Syrien ganz normal Weihnachten wie überall auf der Welt auch. Ich denke mal, ich habe genug gesehen vom Weihnachtsmarkt. Ich meine, es ist ja nichts anderes als bei uns, als in Deutschland auch. Und jetzt werde ich mal gucken, wo Hassan geblieben ist. Und dann gucken wir uns mal einmal genauer um. Also, bis später. Danke. Ciao.